Ladies and Gentlemen, Russik Pupsik ist am Start und wir sind mal wieder unterwegs als Officer Russik, Leute, und wir machen uns ziemlich gut, Leute. Ein Fall nach dem anderen geklärt. Ich komme gerade vom Streifendienst, Leute, und deswegen lasst erst mal ein dickes Like da, ansonsten werde ich euch verhaften, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke. Aber wir fahren jetzt zum Revier zurück, denn wir müssen heute noch ein bisschen Bürokram erledigen, Leute, weil, ja, ein bisschen Papiere sortieren, ein bisschen die Anzeigen sortieren, auch mal, auch sowas muss man ein Polizist machen. Aber wartet mal. Wer ist das denn? Hi, what's up? Wer sind Sie? Hallo? Entschuldigung, ich kenne Sie noch gar nicht. FIB ist top secret. Okay. Ozark, du hast dich in den letzten Tagen gut bewiesen. Dankeschön, Sir. Ich gebe mein Bestes. Um deine Loyalität komplett herzustellen für das Präsidium, musst du eine Aufgabe erfüllen. Du musst deinen besten Freund beschatten. Wie? Du musst zu Stani Performance. Ja, aber da hat doch gar nichts. Die Mikrofone, die ich dir gerade hier ranmache. Oh, was ist das? Die bleiben dran. Ja, nicht, dass du ihn warnen willst. Sobald innerhalb von 24 Stunden musst du ihn beschatten. Und wenn er da irgendwie Mist bauen sollte, kommt er in den Knast. Aber das kann ich doch nicht machen. Wieso muss ich das machen? Es gibt doch genug andere Polizisten. Nein, Rossack. Wir müssen gucken, ob du nicht andere Leute warnst. Das ist deine Aufgabe. Also wenn ich jetzt... okay, ich werde ihn 24 Stunden beobachten. Du bist jetzt ein Undercover-Polizist und lass die Mikrofone an. Okay, hören Sie mich die ganze Zeit ab? Wir hören dich die ganze Zeit ab. Und du wirst, verdammt, wenn du nicht Folge leistest, des Polizeidienstes verwiesen. Okay, Sir, alles klar. Ich werde mich drum kümmern, um Stani Performance Observation 24 Stunden lang. Abfahrt. Okay. Sagen Sie Grüße an den Captain. Ich wollte eigentlich hier zu ihm, aber dann halt so, ne? Alles klar. Hey Leute, habt ihr das gerade gehört? Wir müssen Stani observieren. Das bedeutet für uns einfach Ende, Leute. Wenn er in 24 Stunden was Falsches macht, kommt er in den Knast und ich kann nichts machen, weil ich habe irgendwelche blöden Mikrofone dran. Ich weiß nicht, vielleicht hören die mich. Warte, ich teste das Ganze mal. Check, wenn ihr mich hört, könnt ihr mal was durchfunken. Mikrofone sind die an. Nur kleinen Test. Hallo? Kann mir jemand was sagen? Nein? Ich weiß es nicht, Leute. Hä, Leute, ich glaube, die Mikrofone gehen nicht. Check. Okay, dann. Rossack, wir hören dich. Was war das denn für eine komische Stimme? Okay, alles klar, ich wollte nur checken, damit... Wir sehen dich auch, Rossack. Wie, die sehen mich, Leute. Das ist gerade eine Ampel. Hä? Die beobachten mich... Wir haben ein Auge auf dich, kümmere dich um Stani Performance. Leute, das ist echt gruselig. Vielleicht sind die in diesem komischen Zylinder da oben, in diesem, wie heißen die nochmal? Diese großen fliegenden Teile, Leute, keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht haben die dort irgendwelche überwacht. Nicht Satelliten, aber diese, das eine wie Flugzeug, nur Heißluftballon-mäßige. Zeppelin! Nein. Modernste Technik, du wirst die ganze Zeit überwacht. Alles klar, dann ich werde alles richtig machen. Ey Leute, das ist ja richtig gruselig, wo die sehen mich, die hören mich und ich muss zu Stani jetzt fahren und ich habe keine andere Wahl, Leute. Egal, wir fahren rüber zu Stani. Ich habe ihm eh schon vor ein paar Tagen gesagt, mach bitte nichts Kriminelles. Ich denke, als guter Freund und so, er weiß eh, ich bin Polizist zurzeit, da ist alles in Ordnung, Leute. Deswegen gar kein Problem. Okay, Leute, wir fahren jetzt ganz kurz entspannt rüber zu Stani Performance und dann ist alles in Ordnung. Okay, warte mal, wer sind die Leute, die hier gerade rumstehen? Okay, die machen jetzt nichts, Polizei. Ey, Rossack, ey, Jungs, haltet euch zurück, den kennen wir, den hatten wir schon mal gesehen. Ey, yo, Rossack, komm rein, Junge. Ja, hier ist alles abgesichert mit meiner chinesischen Mafia, Alter, wir machen gerade Warte mal, was hast du, hast du einen Muffin für mich? Muffin? Mafia. Ein Muffin für mich, ja, Bro, ich hab echt Hunger, das ist ja echt gut, Mafia, Mann, Bro. Nein, wir machen gerade alle was machst du? Heraus über die chinesische Mafia. Check. Check. Hä, hey, hast du hier Funk an oder was, Rossack? Nein, ich meinte, check ein, Bruder. Ach so, check ein. Check ein, wie geht's so? Bro, check ein, komm, gib mir. Yo, check ein.
Geil, ja, Bro, deswegen. Schön, dich hier zu haben. Genau. Was kann ich dir machen? Ich wollte einfach heute mal mit dir chillen, Bro. Wir haben schon lange nichts so unternommen. Ich dachte, vielleicht heute ein bisschen zusammen. Ja, Bro, zieh dich erstmal um hier. Du kannst doch hier nicht mit Polizeiuniform bei mir chillen. Was ist das denn? Hast du noch irgendwelche Klamotten? Ja, oben. Geh mal hin. Da liegen ja ein paar Klamotten rum. Ja, ich zieh mich um. Wenn die sehen, dass die Cops jetzt bei mir sind, ich glaube, das kommt nicht gut. Und fahr mal dein Auto. Ich fahr mal dein Auto rein. Das ist mir nichts. Ja, okay. Dann fahr mal rein. Ey, Leute. Stani hat mit einer chinesischen Mafia zu tun, Leute. Und die haben das alles schon gehört. Und die wollen, dass ich irgendwie mehr über chinesische Mafia rausfinde, Leute. Aber alles gut. Wir nehmen jetzt hier die Klamotten von Stani Performance und ziehen uns jetzt erstmal um. Alter, Leute, was hatte ich jetzt zum Anziehen? Ich sehe aus wie so ein Penner, aber egal, Leute. Check, check, hallo? Hören Sie mich? Ich möchte nur gucken, ob du alle Mikrofone dran gelassen hast. Ja, natürlich, alles ist dran. Sie hören doch die ganze Zeit mich, alles klar. Großartig, mit wem redest du denn da oben? Ich habe telefoniert gerade, Bro. Ach so. Ja, Mann. Ja. Jetzt kurz rüber zu den Dingern. Wollen wir ein paar Autos tunen auf süß? Paar Autos tunen, Mann? Ich wäre eher dafür, dass wir ein paar Leute... Lass mal ein paar Autos tunen. Ja, Bro. Bro, du bist so ein krasser Tuner. Ich bin ins andere Business eingestiegen. Bro, weißt du, aber du bist der krasseste... Schutzpanzerung ans Auto, genau. Ja, das wäre auch gut. Aber, weißt du, was ich meine? Du bist doch so ein krasser Tuner, Bro. Ich guck immer zu dir auf und ich sag dir ehrlich, ich will einfach mal mit dir ein Auto tunen, so, weißt du? Dann nimm mal den C63 von meiner Mafia und mach den mal richtig geil. Ja, okay. Hey Leute, was ist nicht? Finde mehr über die Mafia heraus. Frag konkret Fragen, wie viele Männer die haben. Ja, check. Stani, ich fahr das hier drauf, ja? Ja, sehr gut, Rosak. Wie viele Leute arbeiten hier eigentlich bei dir jetzt aktuell? Mit meinen Mafia-Jungs sind wir jetzt 20 Leute. Oha. Ja, und die sind fleißig am Anpacken, ne? Ja, Mann, die machen alle Platz, sag ich dir. Ja, ja. auch die Plattenreifen wechseln sie, ne? Genau, ja. Verstehen uns. Oh Gott, Leute, warum sagst du, ich kann halt nicht Stani sagen, dass ich abgehört werde. Ich fahr das Ding mal hoch, ja? Mach mal, fahr die GoPro. Alles hoch, klar, dann, so. Mach das mal so Tuning, wie du das tunen würdest halt, ne? Ja, also, ja, wie soll ich das machen? Was denkst du so farbtechnisch so? Also, ja, so dass es zu meiner Yakuza-Mafia passt halt, okay, ne? Fangen wir mit dem Vorderteil an, so, was sagst du denn dazu? Hier, boah, wie findest du das? Ja, mach mal schön sportlich. Ja, ja, jetzt die Heckstuhlstange. Ja, ne? Ich mach jetzt gerade die Heckstuhlstange, wie findest du die hier? Ist eigentlich fresh, oder? Ja, du musst entscheiden, Rosa, du bist doch der Tuner. Ja, jetzt. Ich mach auch das Gesamtergebnis anderen. Seitenverkleidung auf jeden Fall, Auspuff noch ein bisschen größerer. Ach ne, Scheibentönung. Okay, wird dann auch gemacht, Leute. Fahrgestell. Oh. Was sagst du, wenn man mal in Urlaub will? Willst du mich verarschen oder was? Hä? Das passt doch nicht zu meiner Mafia. Bro, aber wenn man mal in Urlaub gehen will, das ist doch viel besser. Doch. Das ist Spoiler noch. Bro, das Auto ist so richtig family friendly, weißt du? Nein. Ach Leute, das ist ja eigentlich voll gut, weißt du? Da kann ich sagen, so, die haben nur Urlaubsautos. Doch, lass es dran. Wirklich. Okay, wenn du meinst. Doch, da können wir gut die Ware, die Sachen verladen, die Klamotten und so. Ja, stimmt, da können wir die Drogen. Die. Ja, Mann, da können wir die Waffenlieferung und so alles rein. Ja, du hast recht, das Auto ist eine richtige Waffe, Bro. Das Auto ist eine richtige Sehr Waffe. Gut. So, was sagst du eigentlich? Was für Waffen sollen wir stürmen? Check, falscher Alarm ist eine Bezeichnung für Auto. Check. Check. Was sagst du? Check. Dach ist fertig. Check. Bremsen, Getriebe fertig. Check. Ja, okay. Federung bisschen tiefer legen, auf jeden Fall. Bro, ich wollte noch einen Spoiler hier, oder gibt's da keinen Spoiler? Nee, das ist wegen dem. Ach so, das ist integriert mit dem Ding da. Krass, ja, ey. Genau, damit wir besser in Urlaub gehen können auch mal, weißt du? Geil, ja. So, was sagst du? Farbe auch noch einen dann, ne? Ja, aber Farbe ein bisschen anders, würde ich sagen. Ein bisschen unauffälliger. Nicht, dass die Cops uns da anhalten mit. Ach so, ein bisschen. Wie wärst du mit so einem. Ey, Russack, ich muss echt sagen, Alter, du wärst auch der perfekte Mann für die Mafia, ey. So geil wie das Auto mit den Ideen und so Tunes, das gefällt mir richtig gut. Ja, ich wäre echt ein guter Mitarbeiter von Stani Performance, da hast du recht. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin auch bei der Polizei sehr zufrieden. Also, ich kann mich da nicht beschweren, weißt du, ich meine, so.
Was sagst du so zu einem einfach mattroten? Ja, sieht gut aus. Gefällt mir. Gefällt dir? Dann können wir auch damit schön in Urlaub fahren, Leute. Ey, Leute, ich muss auf jeden Fall Stani, ja, wie soll ich sagen, ablenken. Der hat echt kriminelle Sachen, seitdem er hier mit den Leuten abhängt. Deswegen müssen wir abhängen. Ey, wollen wir vielleicht zusammen campen? Oder campen? So? Ja, keine Ahnung. Wir könnten ja einfach in den Wald fahren und ein bisschen chillen dort, reden. Nee, komm, Rosa, ich muss jetzt erstmal neue... Wir könnten Lagerfeuer machen, Bro, dort. Nee, du hast ja jetzt das Auto so geil getuned, jetzt holen wir erstmal die neue Waffenlieferung. Was? Damit können wir das eigentlich sehen. Ah, warte mal, ah! Ah! Ah, das. Ah, ich hab meinen Fuß eingequetscht. Ah! Wie, sollen wir Krankenhaus fahren, Russland, oder was? Ja, kannst kurz hinfahren, Alter! Lass das gleich danach machen, ne? Ja, okay, Gott, dann fahren wir schnell ins Krankenhaus. Ja, ah, Schmerz, oh mein Gott. Ey, Leute. Ey, Russland, geht's dir gut, oder was? Ja, fahr kurz ins Krankenhaus, bitte. Ey, Leute, ich muss Stani ablenken, Mann. Ich hab 24 Stunden Zeit, dass er nichts Kriminelles macht. Und er will die ganze Zeit was Kriminelles machen. Aber bis jetzt können sie ihm nichts anhängen. Aber im Krankenhaus müssen wir uns was einfallen lassen, Leute. Auf geht's zum Krankenhaus erstmal. Bro, kurz hier reinfahren. Du bist ganz schön am Ende geworden. Hier, ganz vorsichtig. Pass auf, keine Fotos, sonst kommt die Mafia, Junge. Oh Gott. Hey Leute, ich lasse mich jetzt behandeln. Ich muss hier was einfach. Warte mal, hier ist ein Rollstuhl. Vielleicht nehme ich mir einfach den Rollstuhl und dann wird es alles passen, Leute. Stani! Was ist denn los? Ja, er hat mir gesagt, ich kann nicht mehr weiter. Fuß ist angeprallt, siehst du? Ich muss im... Stani! Ja, Russack, Junge! Ja, ich kann gerade nicht mitfahren. Können wir eine Runde spazieren gehen? Ich muss dir noch was erzählen. Lass im Würfelpark einfach spazieren. Ey, das ist ja übelst unauffällig jetzt, mit so einem Kranken und so. Nee, komm mal mit rein, Alter. Ich hab jetzt eine Idee, weil da würde niemand anhalten, weißt du? Was? Steig mal ins Auto ein. Du kannst mich doch nicht einfach einsteigen lassen. Nimm der Räusche einfach mit. Ja, mach ihn dann oben wenigstens rein. Ich pack ihn oben rein. Geile Idee, Russack. Oh Gott, Leute, nein, was ist denn? Na, Stani, ehrlich, das ist nicht so gut gerade. Hast du ihn, du hast ihn eingepackt. Ja, sehr ich gut. Hab ihn oben reingepackt. Sehr gute Idee, okay. Nein, ich kann das wirklich nicht machen, Stani. Also, ich bin verletzt und ich bin ein verletzter Polizeiofficer. Ja, ich weiß. Überleg mal, wie krass das ist. Stani, genau. Warte mal, deswegen. Ich muss hier kurz markieren. Stani, also ich finde, wir sollten ein Bierchen trinken gehen. Ein Bierchen trinken? Ja, einfach lass uns in die Bar gehen, ein Bierchen trinken mal. Bro, ich habe eine Idee, wo wir ein Bierchen trinken gehen können. Da könnten wir mal kurz hinfahren. Ja, ein Bierchen, ey, perfekt. Ja, dann lass uns heute doch einen chilligen machen. Man muss auch nicht immer arbeiten, so heißt, da können wir ein bisschen über unser Privatleben reden. Wie läuft's mit Kindern, Frau, wann Hochzeit, wie läuft Business, so weißt du. Nee, auch mal unterhalten. Können wir nachher vielleicht doch die Lieferung auspacken? Ja, was? Die Autoteile, meinst du? Autoteile. Ja, die Autoteile könnten wir echt holen. Was hast du bestellt? Frische Bremsen oder was? Frische Bremsen, ja. Verstehen uns. Genau. Und wenn die Polizei uns anhält, dann kann ich einfach so tun, als würde ich gerade ins Krankenhaus fahren, weil du verletzt bist, weißt du? Ja, weil die Bremsen einen leicht illegalen Tuning haben, ne? Weil das nicht so schlimm ist. Wohin? Ja, hier, ein kleines Bierchen trinken, also muss ich sagen, wir verstehen uns auch. Warte, ich hol meine Rollstuhl runter. Ich bin echt verletzt dann. Okay, hier kann man doch kein Bierchen trinken. Oh nein. Rein mit dir. Entschuldigung, bitte töten Sie mich nicht. Hallo. Bitte töten Sie mich nicht. Ich weiß gar nicht, dass du das Codewort kennst, Russack, wie Bier trinken. Warte mal, mein, ich bin vom Rollstuhl gefallen, egal. Lass ist ein Offen, Russack. Lass ihn mich gehen. Ich werde die Schulden zahlen. Lass uns einfach jetzt abhauen. Also, setz dich doch mal einen Rollstuhl rein, Russack. Dann kannst du alles hier Bier trinken. Ein Bier, schön kann man ein Bier trinken hier. Ein Cocktail. Ich bringe alles von mir, bitte, aber lassen Sie mich in Ruhe leben, bitte. Dann ein Bier, genau, ja. Ein Bier, ja, genau, ja. Bitte. Ja, danke schön. Ich zahle dir, ihr macht mir das Geld zurück. Das Bier geht aufs Haus? Bitte, Entschuldigung, dass ich mir 100.000 geliehen habe, Herr Stani, Entschuldigen Sie, geht das Bier heute aufs Haus? Was für ein Bier, Mann, ich wurde von dem Handy entführt! Was ist da los? Check, alles gut!
Russe, hat sie das Schlüssel da im Hintergrund? Nein, wir sind gerade in der Kneipe, hier läuft mit Musik. Ah, Chicha, Rochapa, ich da nicht, wir wollen die. Wechsel mal die Musik, lass ein bisschen tanzen. Ja, wir sind gerade im Club, Sir. Check, check. Okay, check, check, kümmere dich um Shani Performance und geh nicht in den Club. Oh Gott, Leute. Wenn das rauskommt, Shani kommt in den Knast direkt, Mann. Ja, Stani, wir haben doch heute viel erlebt mit Clubs, bisschen Bier das trinken. War geil die gewesen. Autoteile, können wir die vielleicht ein andermal holen? Die Autoteile? Nee, da müssen wir jetzt direkt hinfahren. Die müssen wir jetzt holen. Ja. Ja, ja. Okay. Wenn du schon mal dabei bist, dann ist das auf jeden Fall wichtig, dass du das erledigt hast. Verdammt, ja. Oh Gott, müsst Leute. Du dann vielleicht auch so ein bisschen raushängen lassen, dass du so Officer bist? Ja, das können wir machen. Können wir okay, machen, genau. Perfekt, let's go. Alles klar, wir fahren darüber. Oh, Stani, wo holst du die Bremsen denn eigentlich? Na, auf dem Flughafen, die kommen jetzt gerade aus Kolumbien. Die Bremsen kommen aus Kolumbien? Ja, das sind so spezielle die Bremsen, AK-47 und ja, so. Ja, genau, das ist die neue, das, der Modellname, stimmt. So, So, guck mal, wer da ist. Officer Russik von der Polizei. Officer Russik. Verdammte Scheiße, Mann, hast du mich verkauft? Also Schnappknall. Wow, beruhigen Sie sich. Nein, beruhigen Sie sich. Mit der Polizei zusammen. So, die Bremsen nehme ich jetzt mit. So, haben Sie verstanden? Die Bremsen bleiben liegen. Oder was? Ganz kurz. Check, alles gut. Hör mir mal zu, Alter. Du kannst einfach so eine AK rausholen, ohne bezahlt zu haben. So, Herr Stani, schauen Sie mal. Die Ware testen. Ware. Gucken Sie mal. Oh, verdammt. Wir testen gerade die Kugellager der Bremsen. So, ich habe auch noch ein paar Granatenwerfer mit eingepackt. Oh Gott. Oh, sehr gut. Oh Gott, das kann... Oh mein Gott. Sich an wie eine illegale Waffenlieferung. Was ist da los? Ich bin dran. Ich teste so. Die Ware. Ganz normal Straßenpreis 500.000 für die Ware. 500.000 für die geilen Waffen hier. Okay. Stani, Waffen. Stani, Mann, kannst du mal deine Schnauze halten, wenn wir hier am Dealermarkt sind? Warten Sie, hallo, ja, hallo, sonst werden Sie sich... Was ist? So, lass uns kurz... Eine Waffe für Revier, nein, oder lass was? Uns kurz mal reden hier. Okay. Ey, Russland, du bist voll komisch, was ist denn los bei dir heute? Stani, ich denke, wir sollten es nicht tun. Wir sollten es nicht tun? Die Bremsen sind eine Falle. Bremsen sind eine Falle. Die sind wirklich eine Falle. Wenn du da zustimmst, ist es echt eine Falle. Das geht nicht. Glaub mir, vertrau mir einmal im Leben. Okay, Russe. Sag einfach, du willst dies nicht. Ich erkläre dir okay, das. Okay, pass auf, du lenkst den ab, ne? Sagst du, willst du die Waffen genauer angucken und ich knall den ab, ja? Nein, ich hab langsam noch Handeltermine, ja? Die anderen Mafias wollen auch was kaufen. Ja, alles gut. Also ich wäre dafür, dass sie einfach das hier stehen lassen und kurz wegfahren. Ich sag dir, ich glaube, das ist eine Falle. Von wem? Meinst du, dass da hier seine Jungs kommen oder was? Naja, ich glaube, die Bremsen könnten von der Polizei beschlagnahmt werden. Keine internen Mitteilungen weitergeben, Rossack, sonst fliegst du raus. Check, ja. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn trotzdem... hörst du das da, die Polizei? Ich glaube, wir müssen los hier. Verdammte Scheiße, Mann, die Polizei! Du hast die Bullen gerufen, du verdammt! Oh mein Gott, das sind die Leute! Wartet ab, bleibt stehen! Oh mein Gott, guckt es euch an! Die sind ganz... Fahr weg! Die haben ihn hochgenommen, Russack! Ja, das passiert halt mit Leuten, die illegale Sachen machen. Alter, dass du mich gewartet hast, Alter. Was? Nee, dass du intern nachgefragt hast, was da abgeht. Ich hab zuerst gar nicht verstanden, was du wolltest von mir. Nein, Shani. Ehre, Russack! Boah. Ja. Alter, du bist echt korrekt. Du bist echt der beste Krupp, Alter. Du bist einfach ein guter... Einheiten, der Waffenhandel wurde gestürmt. Leute, ein roter Mercedes entkommen. Bitte Ausschau halten. Roter, schwarzer Mercedes. Oh Gott, was soll hier? Check. Stani, lass uns mal hier zelten. Fahr mal rechts hin, da ist mein Onkel. Hier. Nein, okay. Hier wohnt mein Onkel. Ey, Stani, ich bin so froh, dass du nichts Kriminelles machst. Komm mal mit. Ja, ich mach doch nichts Kriminelles. Genau, lass uns... Ich bin nicht kriminell, Mann, ich bin schwer kriminell. Witziger Wortwitz, ne? Das ist mein... Wieso kommst du das Auto hier? Nein, von meinem Onkel, Bro.
Das haben wir im Auge. Sobald Sie Tätigkeiten vorfielen, werden Sie auch Ihren Job verlieren. Officer Rosak, denken Sie dran. Check, check, alles läuft nach Plan. Nichts Kriminelles getan. Check, check. Genau. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Krimineller bist. Guck mal, das Ding ist. Wie wär's, wenn wir einfach einen trinken gehen jetzt noch zur Feier des Tages? Guck mal, alles ist doch gut gegangen, dies, das. Ja, wir müssen eigentlich erstmal uns jetzt um Stani Performance wieder kümmern und gucken, ob da alles nicht, dass wir wieder von einer anderen Gang angegriffen werden. Ja, die Gangs. Na, aber wir müssen ja heute Feierabend machen dafür. Einfach ein Bier trinken, ja? Nein, ich fahr jetzt direkt zu Stani Performance. Zeit, Bier zu trinken. Mach immer Gummi jetzt hier. Okay, alles klar, dann let's go. Verdammt, Leute, das ging noch ganz knapp auf. Oh! Was war das denn? Oh Gott, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Junge, die Waffenlieferung ist schief gelaufen hier. Aber Rusak hat mich gewarnt. Rusak hat warte mal, pst. Ja? Pssst. Komm mit, Sunny. Was, hä? Warte. Ich bleibe fern von dem. Nein. Das geht nicht. Tuan, wieso das denn? Das geht nicht, Tuan. Ich muss bei ihm bleiben heute. Es geht wirklich nicht, sonst hat Stani ein ganz, ganz großes Problem, wenn er ohne mich geht. Ich lese schon was für ein Problem. Ja, deswegen musste ich jetzt bei ihm bleiben und kontrollieren, dass er sicher nach Hause kommt, wenn du verstehst, was ich meine. Nix wollen dir, wenn der wegkommen. Ich mach dich dafür verantwortlich. Ja, deswegen bin ich ja gerade da. Ja, was ist? Tuan, wollen wir los? Was flüstert ihr da? Deine Scheiße bauen. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Ja, verstehst du? Genau. Der Draht ist heiß, Russa, kann das sein? Der Draht ist heiß, fährst du weiter? Ja, okay, ich weiter. Der Draht ist heiß. Nichts, wir sind einfach nur ein bisschen am Arbeiten gerade, haben ein Autokabel verlegt, war heiß der Draht. Okay, so, genau. Heiß. Fahren wir kurz rüber zu Stani Performance. Ja, wir sind schon den ganzen Tag unterwegs. Puh, anstrengend. Wollen wir ein bisschen chillen jetzt? Oh, Jungs, mach mal Platz hier. Ja, die kann ich einfach umfahren. Du meinst... Wenigstens haben wir heute ein Auto kostenlos bekommen, würde ich mal sagen. Oh, er muss doch aufpassen. Was machst du jetzt mit dem Auto? Das ist von meinem... verkaufe ich. Warte, das ist doch von meinem Onkel. Ja, und das kann ich doch verkaufen, oder nicht? Nein, das gehört meinem Onkel doch, Bro. Das kannst du nicht einfach hier mitnehmen. Ja, jetzt kann ich das hier abholen, ich tue das wieder auf. Warte mal, da kommt ein Polizist. Oh Gott, oh, was hast du da? Ey, Officer, hier ist alles im grünen Bereich. Hier ist Officer Russik. Hier ist Officer Russik und der kontrolliert natürlich alles. Das Auto hier, das ist gestohlen. Nein, das ist von Russak, sein Onkel. Wer von ihm hat das entwendet? Was? Na, Officer Russak hat Nein, Stalin, du verwechselst was. Das Codewort. Das war von deinem Onkel, ist ja, egal, das war ein Codewort. Bitte einmal 20L0A062 überprüfen. Ja, mach ich. Das ist ein. Ihr seid gestohlen gemeldet von Sandy Shores. Das ist gestohlen gemeldet. So, wer ist der Besitzer dieser Werkstatt? Hast du einen Durchsuchungsbefehl überhaupt? Ne? Ja, hab ich. Ja, bitteschön, sehen Sie einmal Stani Performance. Ja, verdammt, das ist richtig, verdammt. Stani Performance. Mitkommen. Also sind Sie jetzt hier der Besitzer? Ja. Officer Russik ist der Besitzer. Hören Sie zu. Von der Werkstatt. Von der Werkstatt bin ich der Besitzer. Wo ist das Auto hin? Das Auto ist weg. Das Auto ist weg. Sie mitkommen. Warten Sie, Sie haben keine Beweise mehr. Sie können doch bezeugen, dass das Auto hier stand. Warte mal, wo ist das Auto? Welches Auto? Wir wissen nicht, wovon Sie reden, hä? Also ich weiß nicht, was Sie heute gegessen haben, aber das Auto ist nicht da. Russa, kannst du mal durchfunken? Ich funk mal durch. Check, verrückter Officer, FIB-Agent durchbricht meine Mission der Observierung von Stani Performance. Hier Probleme, check. Nehmen Sie ihn ab, check. Ja, super, ey, unglaublich. Wissen Sie was? Kommen Sie her und werfen keine Ahnung, wie Sie das gemacht haben, aber ich werde ein Auge auf Sie werfen. Kommen Sie zu. Ich höre erst auf, wenn Sie im Knast sind. Genau. Yeah, Junge, sieh zu. Äh, wa, wa, wa,
Ich glaube die, warte mal ganz kurz, ich komme gleich. Check, check, sind die 24 Stunden jetzt rum, wir sind noch ganzen Tag unterwegs, ja? Check, check, nichts Kriminelles gesehen, gesichtet. Officer Agent von FIB hat Auftritt bestätigt. Recht, Officer Rosek, Sie hatten recht gehabt. Alles im grünen Bereich, wohl falscher Tatverdacht. Kommen Sie zurück und gehen Sie weiter Ihrer Arbeit nach. Wir brauchen Sie sofort. Check, check, ich mach die Mikrofone dann ab, ja? Check, check. Okay, Leute, ich mach die Mikrofone jetzt ab. So, weg mit dem Mikrofon und zerstampfen. So, ey, Stani, Alter. Jo, ich hatte heute einen Geheimauftrag. Ich muss dich 24 Stunden lang verfolgen und gucken, dass du nichts Kriminelles machst. Ey, hättest du die Waffenlieferung angenommen, hättest du das Auto... Wo ist das Auto überhaupt fügen gegangen? Das sag ich nicht, das ist ein Trick, Großsack. Alter, das hat uns gerade die Dinger gerettet. Ey, pass auf dich auf, mach nicht zu viel Kriminelles, ja? Ey, Großsack, häng nicht so viel mit der Polizei, du veränderst dich. Ey, das war nur ein Auftrag. Ja, Ich hab mich ja gut um dich gekümmert. Ja, ich hab heute viel Zeit verloren. Egal, alles klar. Dann mach, bleib legal und so. Ciao. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Wir haben heute 24 Stunden lang Stani Performance absolviert. Stani wollte kriminelle Sachen machen, aber zum Glück ist nichts passiert. Nur das geklaute Auto, was ich geklaut hatte. Aber keine Ahnung, wie hat Stani das überhaupt gemacht? Wisst ihr das, Leute? Bis zum nächsten Video. Checkt die Jungs ab. Ciao.